Perfekt. Where is that slave? Ich werde mal genau durchlesen übrigens, was es mit der Quest auf sich hat, weil irgendwas stimmt da nicht. Ne, Moment, nicht Sedanin, sondern Vivekium. Und ich glaube, ich weiß sogar noch, wo die Kollegin war. Das heißt, wir müssen keine 80 Stunden hier in Morrowind, in Vivek rumsuchen, wo das ist. Sondern ich weiß schon direkt, wo es ist. Und zwar ist es genau am anderen Ende quasi. Am Tempel. Genau, ich glaube hier eins noch weiter. Da müssen wir dann eigentlich schon fündig werden. Ich habe jetzt gerade nochmal nachgelesen übrigens, wie das Ganze mit in Sedanin ablaufen soll, aber... Nope. Eventuell sind wir so zu schlecht in Speechcraft, deswegen hat das mit dem Taunten nicht funktioniert. Das kann gut sein. Da hinten haben wir den Tempel auch schon, perfekt. Und da in den Halls of Wisdom... Moment. Hall of Wisdom and Justice, ja. Hall of Wisdom and Justice? Ja. Weiß nicht, ob es zwei gibt. Ich liebe Kaios Kassadis. Es gibt nur entweder Wisdom oder Justice. Beides gibt's nicht, mein Freund. Sag ich ja. Aber ich denke mal Halls of Wisdom. Miras Milo. What is this regarding, Pazman? Zumindest weiß er, welche Rasse wir sind. Ich glaube, es war in der Library. What do you want? Go ahead. She works here in the library. If she's not here right now, you might find her in her private quarters. The doors across from the canon offices here in the Halls of Wisdom. In the Hall of Wisdom. What do you want? Okay. Oh, no weakness or fault. Wait, wo? Keep moving. The door is across from the canon offices here in the Halls of Wisdom. What do you want? Okay. Keep moving. Also nirgendwo hier. Perfekt. We're watching. Aber wahrscheinlich... Make it quick, Outlander. Ah, ich liebe Vivek. Geh aus dem Weg, Mann! So. Wer auch immer das designt hat, gehört verprügelt. So, eins weiter. Canon Offices. Amidos Quarters waren hier auf der linken Seite. Wahrscheinlich geht's hier ein Stockwerk höher, schon wieder dieselbe wie gerade eben. Outlander. Geh aus dem Weg, Dunmaser. Ja, hier sind wir, glaube ich, richtig. Oder auch nicht. Sehen wir gleich. Canon Quarters, Canon Offices, Milos Quarters.
Nichts leichter als das. Amaya, sorry I missed you. I had to run some old documents over to the Inquisitor at the Ministry of the Truth, and I'm likely to be tied up there for a while. Why don't you meet me there as soon as you can? Then we can leave together as soon as I'm done. And Amaya, don't forget to bring me the 2 divine intervention scrolls you borrowed, or if you use them, buy a couple of new ones for me. I think I'm going to need them soon. Jeanne Molinier at the Mages Guild in the Foreign Quarters keeps them in stock. Alvala Zaram is the guard at the entrance. Just tell her you're looking for me and she'll let you in. Your faithful friend Mara. P.S. I left a couple of levitate potions here for you just in case. I couldn't remember if you knew the spell or not, so I drew a couple from stock. Alles klar. Ansonsten brauchen wir hier allerdings, glaube ich, nichts. So wie es aussieht. Na, die Drakes nehmen wir auf jeden Fall auch mit, warum nicht? Geld schadet quasi nie. Ansonsten haben wir hier nichts. Ne. I found a note addressed to Amaya in Mara Milo's room. I think it means she's in trouble, probably imprisoned in the Ministry of Truth. I'm to tell the guard at the entrance, Alvela Saram, that I'm looking for Mara Milo and she'll let me in. Milo wants me to bring her 2 divine intervention scrolls for an escape plan. She also left me 2 levitation potions. I have read the pilgrim's path and marked the location of each shrine on... Ooh! On my map. Das heißt... Mark the location of each shrine... Wahrscheinlich, ja okay, dann nicht so nützlich, wie ich mir das gerade jetzt hier dachte. Aber wenn wir auf Local Map gehen, dann sehen wir wahrscheinlich, wo die Schreine letzten Endes sind. Naja, gut. Ist also nicht wirklich useful, wenn das jetzt hier angezeigt werden würde auf der Overworld Map, dann wäre das auf jeden Fall was. Aber jedes Mal hier auf die lokale Map zu gehen, ist ein bisschen, naja, nicht das Beste. Oder wird es uns einfach hier, Moment. Ich schau gerade mal, Pilgrim's Path. Okay, es wird zumindest angezeigt. Fields of Kumu, Shrine of Humility. Naja. Können wir vielleicht irgendwann mal reinschauen dann. Okay, in Halls of Justice und wir brauchen... Was hat sie gebraucht? Divine Intervention Spells. Okay. Jetzt, dann wissen wir genau auch, was wir zu tun haben. Mage's Guild hat sie ja gemeint hier in Vivek. Müsste, glaube ich... Ja, ist in den Foreign Quarters. Ich erinnere mich... Zumindest haben wir uns hier einigermaßen zurechtgefunden. Jetzt ist nur wieder die... Die einzige Herausforderung ist jetzt hier wieder rauszufinden. Send Arms, okay. Natürlich steht sie uns wieder im Weg. Oder er. Ah, nee, passt. Gut. Okay. Dann machen wir hier, mit dem will ich überhaupt nichts zu tun haben, direkt schon mal den Schlussstrich für die heutige Session. Haben einiges hinter uns gebracht. Wir haben uns von der Korpuskrankheit letzten Endes geheilt. Wir haben unsere ersten beiden Spells gemacht und sind jetzt quasi drauf und dran, mit der Main Quest weiterzumachen. Mit der Fighter's Guild gibt es ein paar Probleme mit Zedanin in der Quest momentan. Aber wir werden sehen, ob wir dann auch noch irgendwie auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Wenn ich meine Glass Armor, wenn ich vorher alle Items auf den Boden lege, vielleicht reicht es dann, wenn ich einfach nur die das Ganze zahle. Weißt du, was ich meine? Ich lege alle Items ab, dann kann er mir keiner aus dem Inventory klauen, der Guard. Und ich muss nur die 1000 Draken irgendwie bezahlen, die 1000 Septims. Vielleicht funktioniert das. Aber wie gesagt, werden wir noch sehen. Also wir müssen Mara Milo anscheinend gerade hier im Bedrängnis, müssen sie aus den Halls of Justice letzten Endes befreien. Vorher allerdings in die Mages Guild, da holen wir uns Divine Intervention Scrolls. 2 an der Zahl braucht sie ja. Und dann kommt eben hier Prison Break quasi. Prison Break, Wadenfell Edition.
In dem Kontext safen wir hier natürlich nochmal und dann hoffe ich, dass euch die heutige Session von The Elder Scrolls 3 Morrowind gefallen hat und dann sehen wir uns bei der nächsten Session von The Elder Scrolls 3 Morrowind, wenn ihr denn wollt, wieder liebe Freunde.